Jumbo, Jumbo, meine lieben Django Zulu Fans, willkommen im PBM 102. Wir sind in der Runde 139. Noch sind wir am Leben, aber wer weiß wie lange noch. Aber wir werden jetzt erstmal gucken, was uns diese Runde erwartet. Der ein oder andere wird vielleicht schon die Updates der anderen Stories gesehen haben, denn ich habe wieder mal lang gewartet mit diesem Update. Ich musste leider ein bisschen unterwegs sein die Woche. Gucken wir aber mal erstmal auf die Ereignisse und dann schauen wir weiter ins Land hinein. Also, Portugal ist jetzt mit Valletta verbündet, das ist prima. Damit erklärt Valletta Bragta jetzt auch den Krieg. Sehr gut. So, eine Stadtstaat, der Bragta den Krieg erklärt. Portugal ist nicht mehr mit, Antananarivo verbündet. Das ist natürlich schade. Waren doch gerade noch verbündet. Ja. Und dementsprechend macht Bragta auch gleich wieder Frieden mit dem Stadtstaat. Das ist natürlich blöd. Was ist noch? Torqueror hat uns ein Gegenangebot gemacht. Ich habe ihm ja gefragt nach 9 Gold. Jetzt stellt er 9 Gold und Freundschaftserklärung auch wieder rein. Ja gut, dann machen wir das trotzdem. So, gibt dann 86 Gold. Wunderbar. Ja, Handelsweg, Handelsweg, Handelsweg haben wir auch. Nämlich zwischen Theben, Memphis, Theben, Hauptstadt. Handelsweg Heliopolis. Und da haben wir auch. Wunderbar. Dann können wir jetzt diese Bautrupps zu einer Holzhacktour schicken. Wettkampf Holzhacker. Einmal den darüber. Hier. Den schicken wir darüber. Und der ist schon da bereit. Der kann schon mal loslegen. Wald abholzen. Der wird bestimmt der Meister. Wird als erstes fertig sein. Gut. Ja, jetzt schmunzelt mich hier dieser Frachter natürlich schön an. Und ich könnte jetzt natürlich einen Handelsweg einrichten. Mit wohlwissendem Blick, wenn ich mal hier rauf gucke, ich habe hier nur noch 2,5 Schiffe. Die werden diese Runde gegen die 5 Fregatten und hier unten die Schiffe und da unten ist auch noch Orchrist. Sicherlich überhaupt keine Chance haben und dann ganz schnell wahrscheinlich einkassiert werden diese Runde. Und dann höchstwahrscheinlich kommen sie dann, ist das nur eine Frage Zeit, bis hier oben rumkommen. Vielleicht üben sie auch noch die ein oder anderen hier in dem Lager. Bis sie dann hier sind. Also der Leuchtturm ist ein bisschen blöd da gebaut, aber egal jetzt. Ja, deswegen würde ich hier von Memphis aus keinen Frachter mehr losschicken. Schon gar nicht Richtung London hier, sondern ich denke, ich werde hier in Richtung Lissabon gehen, aber nicht von hier aus. Wir gucken uns die Handelswegübersicht mal an. Verfügbare Handelswege. Geld. So, der ist Benutzung. Memphis, Lissabon ist, wäre möglich. Ulundi, Casablanca wäre möglich, würde aber in Richtung Orchrist gehen. Ulundi, Braga wäre auch gut. 17,7. Oh, warum habe ich eigentlich den nicht genommen? Ah, ich wollte, ach genau, ich wollte hier Lissabon noch ein bisschen stärken, deswegen nehme ich 16,8. Portugal stärken, kriegt dann nochmal 8 Gold mehr. Also nehme ich Nobamba in Richtung Lissabon. Gibt ihm 14 und mir 16,8. Wunderbar. Und Nobamba Richtung Lissabon. Und deswegen schicken wir diesen Frachter nach Nobamba. So, und hier oben hat er die Ecke und dann kann er so rum. Ja, Ulundi da rum wäre allerdings auch gar nicht schlecht gewesen, Braga. Aber Lissabon bietet einfach mehr Geld. Für ihn auch noch vor allem. Weil wenn wir gucken, Lissabon hat, die haben jetzt 95 Gold pro Runde und mit meinem hätten sie dann nochmal ein bisschen was dazu. Und ich käme auf ungefähr 100 Gold pro Runde wieder, was bedeutet, ich könnte so alle 4 Runden auch nochmal einen Freibeuter oder so kaufen oder vielleicht auch die ein oder andere Werkstatt. Müssen wir mal sehen. Oder aber auch eine Stadtmauer oder so oder meine Einheiten upgraden. Ja, Einheiten upgraden. Wollte ich das nicht eigentlich machen? Ich glaube, das wollte ich auch machen. Oder spare ich mir das Ganze? Bis zum nächsten Mal. 70-70. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich das gemacht habe. Wäre aber, glaube ich, sinnvoll, wenn ich das mache. Zack. Zack. Bevor nämlich die Einheiten dann da sind, lieber upgraden. Gut. Alhambra von Shark wird vollständigt. Hier, er baut ein unsinniges Wunder. Alle anderen haben es liegen lassen. Gut, hat er mehr bessere Landeinheiten. Aber wenn man sich mal seinen Geldhaushalt anguckt, 0 minus 8. Warum
warum machst du nicht noch weitere Karawanen oder setzt auf Geld oder lässt deine Truppen wenigstens reduzieren? Er hat im Laufe der letzten Runden sein ganzes Eisen verbraucht und er hat halt noch keine Fregatten. Und hier sieht man auch schon einen Schwertkämpfer. Man sieht auch gerade meine Chancen mal gegen so einen Schwertkämpfer von ihm. Ja? 39 alleine schon mit dem Nahkampfangriff plus dem Fernkampfangriff. Also so ein Schwertkämpfer wird mit zwei von den Impis mal eben auseinandergenommen. Da kann nichts upgraden. Die Schwertkämpfer sind einfach Futter für mich, würde ich sagen. Ja. Wenn er wirklich in Runde 150 angreift. Allerdings 150 kann ich auch schon tot sein. Naja, wenn es wirklich so ist, dann ist es halt so. Gut, eure Einheit Fregatte. Ja, genau, jetzt kommt der Krieg. Eure Einheit Fregatte wurde nach Bombardierung von Fregatte zerstört. Okay. Eure Einheit Fregatte wurde durch eine feindliche Einheit Fregatte zerstört. Okay, er hat zwei Stück da oben vernichtet durch die Einheiten hier. 1, 2, 3, 4 und da muss noch irgendwas mehr sein. Und die hat er angeschossen. Ja, Zusammenkunft kommen wir später. Machen wir jetzt erstmal hier den Krieg. So, zwei Freibeuter, drei Freibeuter. Das wäre natürlich auch ideal. Aber ich habe mir gesagt, diesen Freibeuter nehme ich weg. Diesen da. Versuche dann da die Einheiten so zu ziehen, dass ich möglichst schwer getroffen werde oder die sogar noch ein Stück runterziehen muss. Ja, dass er die sogar runterziehen muss. Fangen wir mal an hier. Den. Ach, da hinten ist ja noch was. Noch eine. Was hat denn die? Eine Karavelle? Ah, nee, das ist meine Karavelle. Landfregatte. Okay. So, was machen wir mit der Einheit? Die setzen wir dahin. Die setzen wir dahin. Und greifen wir mal an hier. Ne, greifen wir erstmal mit der an. Zack. Gibt 40. Wenn der mit dem angreift, hat er noch 6. Und ich habe 69. Gut. Kommt zurück. Hauptsache mal so einen Freibeuter versenken. Zack. Und Freibeuter ist versenkt. Dann kann er sich jetzt um die drei Schiffe hier unten schön kümmern. Können sie sich drum schlagen. Wenn er eins mit seinem Freibeuter kriegt, ja gut, okay. Wenn er eins kriegt, dann ist wieder... Also diese Freibeuter-Sachen, also ich sag mal... Ich find's übel, wie viele sie da gedreht haben. Das ist abartig. 50% Chance oder was es ist, da so ein Schiff zu drehen. Also ehrlich, das hätte weniger sein müssen. Schließlich ist so ein Freibeuter ja ziemlich billig. Und ich sag mal, dann müsste ich jetzt auch langsam mal anfangen, noch mehr Freibeuter zu bauen, damit das besser wird. Ja, was machen wir hier in der Heimat? Wir ziehen unser Schiffchen mal so und... Da unten sieht man nichts. Also zurück in den Hafen. Hier wird Gott sei Dank eine Burg gebaut. Hoffentlich ist die in 7 Runden auch fertig. Und ja, hier auch eine Burg in 6 Runden. Die müssen wir beschleunigen. Ja, schade, dass hier keine Burg gebaut wird. Das wäre auch gut gewesen. Die wäre hoffentlich noch schneller fertig als der Hafen. Und Heliopus wird eine Universität gebaut. Dann kann ich hier demnächst mal auch wunderbar die Forschung von dieser Stadt durch den Dschungel kriegen. Das ist gut. So, was machen wir hier in der Heimat? Wir lösen ein bisschen Einheiten auf. Wir brauchen nicht so viele Einheiten. Lösen wir mal diese Einheit auf. Gibt nochmal 11 Gold. 89 pro Runde. Was machen wir mit dem? Der kann hier unten... hier weiter Bauernhöfe bauen, für den Fall, dass ich sie doch mal brauche. Ansonsten baut der hier nicht eine Fregatte, du baust einen Freibeuter. Ja, denn ein Freibeuter braucht nur 6 Runden, das ist für den hier noch erschwinglich und dann ist die Einheit hoffentlich fertig. 2, 1, okay, und das passt auch.
Wunderbar. Ja, forschen tun wir in Richtung Druckerpresse weiter. Den Forschungsweg nochmal angucken. Wir müssen forschen, forschen, forschen. Wir müssen das erforschen und das erforschen. In 10 Runden. 1, 2, diese beiden Sachen erforschen, mindestens. Und dann kann ich Industrialisierung stehlen. Sollte ich schneller noch weiter forschen können. Und zwar so schnell, dass ich dann noch Akustik und Architektur auch noch kriegen kann, habe ich sogar die Chance, vielleicht Wissenschaftstheorie zu kriegen. Aber, ich sag mal, Industrialisierung wäre natürlich auch schon gut, wegen Kohle, Fabriken und so, damit ich ein bisschen produktionsmäßig aufholen kann, falls ich dann überhaupt noch leben sollte. Spionageübersicht sagt halt 15 Runden bis zum Spionieren. So, unser Widersacher Orchrist, ja, der hat sich mit dem hier oben verschworen. Das merkt man mit dem Assyrer. Der schickt hier so langsam Einheiten in meine Richtung. Und deswegen fangen wir an, die Verteidigungslinien aufzubauen. Dieser Bautrupp hier wird hier gleich mal eine Festung bauen. Diese Stadt hier wird zu einer extremen Festungsanlage ausgebaut. Und wenn sie am Ende der Berg Sinai, unser Glaubensberg, ganz zum Schluss erst erobert werden sollte. Hier kann niemand mit Schiffen hin. Hier müssen sie mit Landeinheiten hin. Und diese Stadt werde ich bis aufs Blut verteidigen. Hier diese Hügel wird er bestimmt mit keiner Einheit überstehen. Ja, man sieht schon hier, da hat er auch wieder drauf geschossen. Und ja, Schiffe können ja nichts ausrichten. So viel dazu. Ja, was machen wir hier mit diesen hier? Hatte ich die jetzt stehen lassen? Ich glaube, die habe ich sogar stehen lassen, damit der dort gleich mal heilen tut. Und den habe ich bis hier drüben gezogen, um zu gucken, was da kommt. Die Üblichkeiten hier, Armbrustschütze schießt auf Pikenier. Zu lernen. Pikenier geht auf 53 runter. Der Rest heilt sich und ja. Der hier oben, der verschanzt sich dort. Soll er halt beschossen werden. Aber er wurde noch nicht beschossen. Schade eigentlich. Dem fehlen noch 2. Soll er halt mal beschossen. 5 Erfahrungspunkte. Ja, ich glaube, das war's dann. Von allen Einheiten, die ich zu ziehen habe, habe ich alles gezogen. Kommen wir zum Abschluss. Nee, vom Abschluss erstmal die Demografie. Sehen hier, wir sind 5. mit 144 Produktion. Wir sind wieder 1. mit 96.000 Soldaten. Das wird sich wahrscheinlich in der kommenden Runde deutlich ändern, wenn dann meine Schiffe weg sind. Ich dann die anderen Schiffe noch nicht nachgebaut habe. Ne? Aber es sollte ein Signal sein, ich bin nicht so leicht außer Haut zu kriegen, wegzukriegen, da ich Schiffe nachbaue. Ups, falsche Taste. Da ich Schiffe nachbaue und damit immer noch an Platz 1 stehe jetzt wieder. Auch wenn die anderen sicherlich knapp daneben sind. Orchrist und Brakta. Gut, 41, ja, 6% Fortschritt, das ist natürlich übel. Gucken wir auf den Gipfel, der in ein paar Runden zusammenkommt. In 5 Runden gibt es einen Gipfel in London. Wir sehen, London hat 2 Punkte, 2 Stimmen, die anderen alle eine Stimme. Ich hoffe darauf, dass ich die Stimmen von Babylon kriege, die mir helfen werden, das Embargo Zulu, verhindern kann. Keine Handelswege können zwischen der gewählten und einer anderen Zivilisation eingerichtet werden. Sämtliche Handelswege werden beendet und müssen neu initiiert werden. Ohne bisherige Stimme. Unsere Zivilisation kontrolliert einen. Okay. Das wäre natürlich schon übel, weil, wenn ich die neu installieren muss, dann muss ich quasi gucken, was ich hier sonst noch für Handelswege habe. Handelswegübersicht, wenn wir da mal reinschauen. Die lukrativen hier, die lukrativen Handelswege sind alle zu anderen Städten und die weniger lukrativen sind halt diese hier, die halt zu Stadtstaaten gehen. Ja, die gehen so bei 12, 12, 12, 12 und so. Können wir mal andersrum machen, Stadtstaaten hier. Der ist, okay, der ist sowieso im Kriegsgebiet. Brüssel wäre natürlich mit einigen Städten erreichbar. Und, wo haben wir noch was hier? Hanoi
Okay, Hanoi ist auch billig. Hier 12 von der Hauptstadt könnten die alle rausgehen. Und, was hätten wir noch? Sofia. Gut. Und das war's. Valletta noch, aber der ist ja gut. Okay, Valletta noch, gut. Und produktionsmäßig hätten wir, wenn wir die mal nehmen, 9 Produktionen wäre natürlich schön. Hätte ich zwar kein Geld mehr, aber ich könnte 4 Stück in Produktion stecken, wenn ich hier in die von Bukarest. Ach, Bukarest hat auch eine. Gut. Von Bukarest kann ich die... Ja, gut. Von Bukarest könnte ich die... anderen... könnte ich die Hauptstadt buffen. Und von der Hauptstadt könnte ich die ganzen anderen Städte buffen. Nee, Bulawayo. Ja. Gut. Ja, könnte ich die anderen buffen. Wunderbar. Also, dann könnte ich sogar hier... Achso, das sind sogar auch Pferde. Gut, könnte ich sogar hier Produktionslinien etablieren, um schneller produzieren zu können. Wir werden sehen, was ich mir einfallen lassen muss, wie viel Geld ich brauche und wie viel Produktion. Mal eben plus 9 Produktion oder so, oder plus 18 Produktion hier. Und plus 18 Produktion hier wäre natürlich auch sinnig. 60, damit könnte ich nämlich dann ordentlich weiter Einheiten bauen. Ja. 1 und November 2. Ne, Bulawayo hier. Ist komisch, wie das gemacht, wie das gerechnet wird. Egal jetzt. Okay, ja, damit. Achso, und der zweite Punkt hier stehen, das herbesteuern. Ja, gut. Wer weiß, wer das überhaupt wählen wird. Es war meiner Meinung nach wieder ein weiterer Fehler vom Engländer, dass er dieses hier benutzt: stehendes Herbesteuern. Die 25%, die spielen nämlich wahrscheinlich überhaupt keine großartige Rolle. Hätte er lieber mal irgendwas genommen, was ganz dediziert Bracta schädigt, wie Bractas Handelsrouten wegnehmen oder Luxusgut oder irgend sowas. Aber naja, so ist es halt. Damit sind wir jetzt am Ende und wir sehen uns dann in Runde 140 wieder. Jumbo, Jumbo!